Ja, um 22.15 Uhr in den Premier League Highlights schauen wir natürlich auf Liverpool und Manchester City. Die beiden Teams stehen sich ja am Mittwoch in der Champions League gegenüber. Und wir zeigen Ihnen, wie sie ihre Generalproben in der Liga gestaltet haben. Dazu gibt es das packende Endspiel um den begehrten Platz 4 zwischen Chelsea und Tottenham. Und wir haben eine Trainerentlassung für Sie. Gibt es dann alles gleich in den Premier League Highlights. Ich freue mich auf Sie. All eyes on Liverpool and Manchester City. Am Mittwoch stehen sich Klopp und Guardiola im Hammerduell der Champions League gegenüber. Und wir zeigen Ihnen, wie sie ihre Generalproben in der Liga gestaltet haben. Damit herzlich willkommen zu den Premier League Highlights. Es gab einige Bestmarken zu feiern. Jürgen Klopp saß gegen Crystal Palace zum 100. Mal auf der Premier League Trainerbank. Manchester Uniteds Romelu Lukaku hat seinen 100. Treffer erzielt. Und Tottenhams Dele Alli hat sein 100. Spiel absolviert. Und was für eines! Er hat diesem Endspiel um die Champions League Plätze gegen Chelsea wirklich seinen Stempel aufgedrückt. Und dann haben wir auch noch den Auftritt von Arsenal vor dem Viertelfinale in der Europa League für Sie. Also Vollgas! Für die Reds geht es bei Crystal Palace natürlich hauptsächlich darum, ihren Champions-League-Platz weiter zu festigen. Denn diese große Bühne, Königsklasse, wollen sie gerne weiter bespielen. Am Mittwoch dürfen sie ja wieder ran vor einem Millionenpublikum. Und dann steht dieser Viertelfinalkracher gegen den Ligakonkurrenten Manchester City an. Und da ruhen die Hoffnungen der Reds natürlich auf ihrem Top-Torjäger Mohamed Salah. Der hat sich auch warm geschossen für das Duell der Tormaschinen, denn wir alle wissen, Manchester City ballert in die Maschen, was das Zeug hält. Auch an diesem Wochenende war es so. Und Leroy Sané hat gegen Everton ein Traumtor erzielt. Bevor wir Ihnen die Treffer servieren, können Sie jetzt noch 5.000 Euro gewinnen. Marco Arnautovic lässt sich vom Abstiegskampf anscheinend nicht einschüchtern. Er ist in einer richtig guten Form und selbstbewusst wie eh und je. Das Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Mark Hughes hat er direkt mal genutzt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Details liefern wir Ihnen noch in der Sendung. Abstiegskampf pur heißt es auch im Duell der beiden Aufsteiger Newcastle United gegen Huddersfield Town. Also unser deutscher Trainerexport David Wagner kämpft auf den letzten Metern um den Klassenerhalt. Da geht es ja immer auch um den Job. Einen Trainerkollegen im Keller hat das an diesem Wochenende erwischt. Von wem die Rede ist, sagen wir Ihnen. Zuvor können Sie aber noch bei uns 5.000 Euro abräumen. Viel Glück! Mark Hughes ist zurück in der Premier League, diesmal als Trainer beim FC Southampton. Der Mann ist ja wirklich ein sehr bekanntes Gesicht auf der Insel. Er war zuvor schon Trainer bei den Blackburn Rovers, Manchester City, dem FC Fulham, den Queen's Park Rangers, Stoke City und jetzt also beim FC Southampton. Macht insgesamt 6 verschiedene Clubs in der Premier League. Nur Sam Allardyce, der Trainer des FC Everton, hat einen Verein mehr auf seiner Liste. Jedenfalls hat Mark Hughes ein wirklich erfolgreiches Debüt hingelegt im FA Cup. Da steht er jetzt mit seinem Team im Halbfinale gegen den FC Chelsea. Und natürlich sollte jetzt auch ein gutes Debüt in der Liga gegen West Ham United folgen. Das war der 32. Spieltag in der Premier League. Manchester City kann am nächsten Spieltag die Meisterschaft klarmachen, ausgerechnet gegen den Erzrivalen Manchester United. Und dazu gibt es das Merseyside Derby, also es lohnt sich in jedem Fall reinzuschalten. Wir sehen uns wieder am kommenden Montag um 22.15 Uhr. Und am Donnerstag, da zeigen wir Ihnen den Europa League-Auftritt von Arsenal gegen ZSKA Moskau in der Zusammenfassung. Und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes für Sie im Programm. Wir zeigen Ihnen nämlich die Highlights vom Schwergewichtsboxkampf zwischen Anthony Joshua und Joseph Parker. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Tschüss.